Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Hallo Handballfreunde in der Mitte der Lausitz. Am Samstag ist Auftakt-Zurückrunde in der mitteldeutschen Handball-Oberliga. Die Mädels des Hoyerswerda Sportclubs haben Heimrecht und empfangen den BSV Magdeburg. Anwurf ist 20 Uhr in der Halle des beruflichen Schulzentrums in Hoyerswerda. Jetzt heißt es Daumen drücken gegen den Abstieg. Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 14. Januar. Die Landesregierung hat heute ihren Haushaltsplan für dieses und kommendes Jahr vorgelegt. Auch unter Schwarz-Rot soll es keine neuen Schulden, trotzdem aber viele Investitionen geben. Für die kommenden Jahre will Sachsen mit einem Zukunftssicherungsfonds vorsorgen. Ministerpräsident Stanislav Tillich und Wirtschaftsminister Martin Dulich haben am Mittwoch in der Staatskanzlei den Haushaltsentwurf vorgestellt. Eine Neuverschuldung ist wie bereits seit 2006 im Haushalt nicht vorgesehen. Schulden werden sogar abgebaut. Uns ist es auch wieder gelungen, trotz der zurückgegangenen Sonderbedarfs, also der Sonderbedarfszuweisungen des Bundes und der Europäischen Union, den Haushalt, was die Einnahmeseite betrifft, auf einer konstanten Ebene und damit letztendlich auch ein Gesamtvolumen von 17,2 Milliarden für die Jahre 15-16 auf diesem hohen Niveau zu halten. Das ist auch Ausdruck der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und auch in Sachsen, dass damit im Prinzip die Steuereinnahmen letztendlich diesen Rückgang haben nicht nur ersetzt, sondern darüber hinaus eben letztendlich auch dazu geführt, dass die öffentlichen Haushalte in der gegenwärtigen guten finanziellen Verfassung sind, was die Einnahmeseite anbetrifft. Investiert werden soll in Forschung, wirtschaftliche Entwicklung, innere Sicherheit und Familien. Auch die Bildung steht an oberster Stelle. Wir können jetzt mit der Erhöhung des Betreuungsschlüssels endlich beginnen. Die Staatsregierung nimmt dafür in den nächsten 2 Jahren rund 81 Millionen Euro mehr in die Hand als 2014, um eben den Betreuungsschlüssel in den Kitas Schritt für Schritt auf 1:12 und den Krippen auf 1:5 zu verbessern. Und damit können schon ab dem neuen Schuljahr die Kinder in den Kitas profitieren. Bei der frühkindlichen Bildung hören wir nicht auf. Unsere Kinder haben Anspruch auf eine gesicherte und gute Ausbildung. Unsere sächsischen Lehrerinnen und Lehrer sind das Rückgrat unseres Bildungssystems und das wollen wir stärken. Und genau deshalb werden wir auch in dieser Legislaturperiode eben 6.100 junge Lehrerinnen und Lehrer unbefristet einstellen. So stärken wir das Bildungssystem und das haben wir im Haushalt auch abgesichert. Auch im Bereich der Integration von Flüchtlingen antwortet die Regierung auf die aktuellen Ereignisse. Für die Integration werden wir 2015 und 2016 rund 16 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Zum Beispiel für die soziale Betreuung von Flüchtlingen und für die Unterstützung beim Erwerb der deutschen Sprache. Mit einem Zukunftssicherungsfonds will die schwarz-rote Landesregierung Sachsen im Bereich der Digitalisierung fit machen. Wir haben gestern auch beschlossen, im Rahmen des Zukunftssicherungsfonds in den folgenden Jahren die Finanzierung auf einem vergleichbaren Niveau fortzuführen, um eben auch tatsächlich aufschließen zu können gegenüber internationalen Entwicklungen. Wir wollen an der Spitze mit sein bei der Frage der Digitalisierung. Wir haben dazu die Vorkehrungen im Haushalt getroffen. Der Breitbandausbau wird mit jährlich 20 Millionen Euro Landesmitteln gefördert. In Dresden ist gestern ein junger Mann aus Eritrea ums Leben gekommen. Mehr zu den Ermittlungen der Polizei erfahren Sie gleich in den Nachrichten.
Sendung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 heißt das Motto im Januar und Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 425 40. Hoyerswerda 425 40. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Socken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Nach dem Tod eines Asylbewerbers aus Eritrea in Dresden ermittelt nun die Polizei in alle Richtungen. Der 20-Jährige wurde gestern mit Verletzungen an Hals und Schultern in einem Plattenbaugebiet in Leubnitz-Neuostra von Passanten gefunden. Heute wurde der Leichnam obduziert. Offiziell gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bisher keine Informationen bekannt. Die Dresdner Morgenpost berichtet aber mit Berufung auf Polizeichef Dieter Kroll, dass der Mann durch einen Messerstich gestorben sei. Zu einer spontanen Mahnwache rief das Bündnis Dresden für alle am Roche-Gomondai-Platz in Dresden auf. Menschen legten Kerzen und Blumen nieder. Was sonst noch heute wichtig ist, erfahren Sie jetzt in den Nachrichten. Das neue Ferienjournal für das Lausitzer Seenland ist jetzt erschienen. Im Heft gibt es wieder zahlreiche Ausflugstipps, gastronomische Empfehlungen und vielfältige Veranstaltungshinweise. Weiterhin wird über Aktivitäten wie Erlebnistouren in den Tagebau, Bootsfahrten auf den neuen Seen, Industriekultur zum Erleben oder auch Naturerlebnisführungen informiert. Vorgestellt werden auch neue Themenradtouren, die sich größtenteils als Rundkurs mit Distanzen zwischen 20 und 50 Kilometern gut für einen Tagesausflug eignen. Das Journal ist in allen Touristinformationen der Region erhältlich. Die 4. von 8 Ausstellungen zum 50-jährigen Stadtrecht in Lauta stellt die Schulen und Kindereinrichtungen in den Mittelpunkt. Im Lautech wird auf 8 Schautafeln die Historie der Bildungseinrichtungen gezeigt. Es gibt dazu zahlreiche Fotografien von Ende des Ersten Weltkrieges bis heute. Ein besonderes Ausstellungsstück ist übrigens ein Schulzeugnis aus dem Jahr 1922. Die Schau ist bis zum 31. Januar zu sehen. Im Kamenzer Rathaus sind am Dienstagabend die Listen mit 920 Unterschriften zum Bürgerbegehren eines Bestattungswaldes übergeben worden. Oberbürgermeister Roland Danz kündigte an, jetzt mit der Stadtverwaltung zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Bestattungsform in der Region Kamenz möglich ist. Die ersten Arbeitsergebnisse sollen auf einer Einwohnerversammlung im März vorgestellt werden. Derweil geht die Unterschriftenaktion aber weiter. Sollte es zum Antragsverfahren beim Landkreis Bautzen kommen, könnte man das Bürgeransinnen damit verdeutlichen, erklärt die Landtagsabgeordnete und Organisatorin Marion Junge. Unterschriften können in den Bürgerbüros der Linken in Kamenz oder Hoyerswerda abgegeben werden. Einen nicht alltäglichen Fund machten Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Kamenz. Ein 40-Jähriger führte griffbereit in einem Ablagefach eine Schreckschusswaffe mit. Der Mann ist nicht im Besitz eines Waffenscheins und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Am Dienstagmittag kam es in Hoyerswerda in der Liebknechtstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen zu einem Einkaufszentrum eine entgegenkommende Radlerin übersehen und angefahren. Die 78-jährige stürzte und wurde verletzt ins Klinikum eingeliefert.
In Lauter ist am Dienstagabend ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Das stillgelegte Gespann war in einem Garten an der Krankenhausstraße abgestellt. Die Ursache des Feuers ist unklar. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit mehreren tausend Euro beziffert. An dem Löscheinsatz kurz nach 21 Uhr waren die Feuerwehren aus Lauter und Laubusch mit 12 Kameraden beteiligt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 2. Juni findet in Hoyerswerda wieder ein Unternehmerinnentag statt. Treffpunkt zur bereits 6. Auflage im Landkreis ist diesmal das Cinemotion-Kino. Unternehmerinnen, die sich dort mit einem eigenen Stand präsentieren wollen, können sich noch anmelden. Ansprechpartner ist die IHK-Geschäftsstelle Kamenz. Die Telefonnummer lautet 03578 37 41 12. Nach einer kurzen Pause schauen wir uns einmal in der DRK-Kleiderkammer in Hoyerswerda um. Fast 100 Menschen pro Woche nutzen das Angebot im Einsteinhaus. Was malst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, den wir auf das besuchen. Der Mann? Klar, der weiß, was sie braucht, hat sie gesagt. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Guter Mann. Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept. Wer aufs Geld schauen muss, nimmt Angebote wie die DRK-Kleiderkammer gerne in Anspruch. Sicherlich ist die Scheu anfänglich groß, doch wenn man durch die Regale schaut, sind die Kleidungsstücke doch in einem ordentlichen Zustand und auch durchaus modische Stücke sind zu finden. Die Spenden kommen zum Großteil aus privaten Haushalten, es gibt aber auch Ausnahmen. Also wir kriegen ab und zu von Geschäften und erst es wegtun, bringt es uns und das sprechen wir mit den Leuten und die geben uns auch das dann. Seitdem, es macht sehr viel aus, da brauchen wir eben sehr viel. Wir tun auch gerne mal was anbieten, was eben neu ist. Die Preise sind mit 1 bis 5 Euro erschwinglich. Getrennt sind die Angebote raumweise nach Männern, Frauen und Kindern. Wobei vor allem bei den Steppkes so manche Spende mehr sein könnte. Und dann hier größere Sachen für Spielzeug. Gerade wie die Laufautos sind sehr gefragt, habe ich aber fast nie da. Die sind immer gleich wieder weg. Auch die Sportwagen. Das ist das, wo, wenn da jemand spendet, sind wir auch sehr froh, sind auch sehr viel gefragt. Im Einsteinhaus werden viele Spenden abgegeben und so kann man von hier aus auch anderen helfen. Tu es erstmal hin und wenn ich dann sehe, es ist kein Interessent dafür und es bleibt ewig, da wir wenig Platz haben, durch die aussortieren und sammel die. Und du das in von Rotkreuz in den Sack und die tun das dann abholen. Und du nochmal kontrollieren und kriegen die, wo wen ja hinkommen. Die tun da genau drauf gucken und das ist gut so. Finden wir jedenfalls. Und da haben wir schon viel Kind abgeben oder was wir doppelt haben, tun wir auch auszudehnen. Das kriegen die dann und das macht viel aus. Ein besonderes Angebot ist übrigens die Babytauschbörse. Zweimal im Monat können hier junge Eltern ihre gebrauchten und zu kleinen Sachen sozusagen kostenfrei in die nächste Größe umtauschen. Die Kleiderkammer ist im Einsteinhaus Aufgang C von der Hofseite zu finden. Ein Frühstückstreff für junge Muttis bietet am Donnerstag der Nachbarschaftshilfeverein im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda an. Treff ist um 9 Uhr und um 15 Uhr steht dann eine Schülerhausaufgabenhilfe im Programm. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem die Komödien Let's Be Cops, die Partybullen und Honig im Kopf sowie der Familienstreifen Annie. Interessierte Mädchen und Jungen sind auch am Donnerstag auf die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda zum Basteln von Windlichtern eingeladen. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr. Die neue Bühne Senftenberg hat am Donnerstag um 18 Uhr eine Premierenvorstellung im Programm. Aufgeführt wird Jane Tellers Stück Krieg. Stell dir vor, es wäre hier. Die Inszenierung wurde aufgrund der aktuellen Asyldebatte zusätzlich in den Spielplan aufgenommen. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussionsrunde statt.
Grafiken und Malereien der Künstlerin Anja Eisfelfer-Mülius werden ab Donnerstag in der 81. kleinen Galerie in der Hoyerswerder Kulturfabrik gezeigt. Die Vernissage beginnt 18 Uhr. Nachts noch einzelne Schauer, später gering bewölkt und trocken. Das Quecksilber sinkt auf plus 1 bis minus 2 Grad. Am Donnerstag anfangs wolkig mit etwas Sonne, später von Westen her Bewölkungszunahme und gelegentlich Regen möglich bei maximal 7 bis 10 Grad. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin noch einen schönen Abend.